Der Kollegin Katja Keul. Bitte, Herr Staatssekretär. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Frau Kollegin, ich antworte Ihnen wie folgt. Die im Jahre 2010 geschätzten Entwicklungskosten umfassten eine reine Komponentenentwicklung des ISIS-Missionssystems. Für die Entwicklung eines serienreifen ISIS, das auf dem derzeitigen technischen Stand aufbaut, einschließlich einer Beschaffung des ersten Seriensystems, werden weitere Kosten in Höhe von ca. 255 Millionen Euro abgeschätzt. Diese Abschätzung wurde im Rahmen der Erstellung der Lösungsvorschläge für alternative Trägerplattformen aktualisiert. Sie haben das Wort zur ersten Nachfrage. Vielen Dank, Herr Staatssekretär. Diese Zahl ist schon sehr erstaunlich, da uns am Ende des Euroorg-Untersuchungsausschusses gesagt worden war, dass die bis dahin investierten 270 Millionen ja gar nicht verloren werden, denn dafür hätte man ja quasi ein fertiges, technologisch funktionierendes System bekommen. Und jetzt hören wir, dass aber zur Vervollständigung dieses Systems nochmal 250 Millionen Euro erforderlich sind. Das finde ich schon sehr erklärungsbedürftig. Und ich frage mich auch, als ich die Ministerin heute im Verteidigungsausschuss diese Frage stellte, da kannte sie diese Zahl von 255 Millionen Euro gar nicht. Wie kann das denn eigentlich sein? Wer hat denn das entschieden, dass hier nochmal 255 Millionen Euro investiert werden sollen? Frau Kollegin, eine solche Entscheidung gibt es noch gar nicht. Ich will Ihnen gerne den Zusammenhang erläutern. Die von Ihnen angesprochenen 230 Millionen Euro bezogen sich vereinfacht ausgedrückt auf die Entwicklung eines Prototyps nach dem damaligen Preisstand. Wir haben natürlich Preisentwicklung, wir haben natürlich auch, davon sprach ich, auch technische Entwicklungen. So, und ich habe Ihnen in meiner Antwort auch gesagt, dass bei der hier von Ihnen genannten in Rede stehenden Summe auch die Beschaffung eines ersten Seriensystems eingeschlossen ist. Sie müssen sich also vorstellen, die Überlegung ist, den Prototypen ISIS zu Ende zu entwickeln und gleichzeitig schon ein erstes Serienmodell, ein erstes Seriensystem mit abzunehmen. Auf diese Überlegung bezieht sich diese Zahl. Wir sind da in entsprechenden Gespräche mit der Industrie. Es gibt hier noch keinen abgeschlossenen Vertrag. Es erscheint uns aus heutiger Sicht wirtschaftlich günstig, die Entwicklung des Prototyps zu Ende schon zu kombinieren mit der Abnahme des ersten ISIS-Seriensystems. Sollte sich das im Zuge der Verhandlungen dann anders herausstellen, als weniger günstig herausstellen, kann es am Ende auch andere Lösungen geben. Es gibt hier noch keinen unterschriftsreifen Vertrag. Wenn wir entsprechend weit sind, werden wir uns selbstverständlich auf dem vorgesehenen Weg in Form einer 25 Millionen Euro Vorlage an den Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages wenden und dort dann detailliert darlegen, was uns geboten wird, was wir haben wollen und welcher Preis dafür von uns verlangt wird. Und dann ist es an der Stelle des Haushaltsausschusses darüber zu entscheiden. Sie haben das Wort zur zweiten Nachfrage, bitte. Ja, also ich stelle mir mal vor, das würde im privaten Bereich stattfinden. Also Sie haben jetzt gezahlt an die Eurohawk GmbH eine Viertelmilliarde für ein Flugzeug, was nicht fliegt, und eine Viertelmilliarde für eine Aufklärungstechnologie, die auch noch nicht funktioniert und die nochmal den doppelten Betrag braucht, bis sie auch nur ansatzweise fertig entwickelt ist. Sie haben auf der anderen Seite keine Schadensersatzansprüche geltend gemacht gegen EADS, weil der Vertrag offensichtlich so schlecht ist, dass Sie Angst haben, dass das möglicherweise vor Gericht nicht besteht. Jedenfalls heißt es, die Prozessrisiken seien zu hoch. Und jetzt will man also diesem Auftragnehmer mit diesem Vertrag nochmal eine Laufzeitverlängerung von 250 Millionen Euro geben. Ich frage Sie, wird man diesen Vertrag dann endlich um eine effektive Gewährleistungsklausel ergänzen oder will man hier weiter EADS das Geld hinterher schießen? Frau Kollegin, den Vorwurf, dass wir jemandem Geld hinterher schießen, weise ich namens der Bundesregierung entschieden zurück. Es macht, glaube ich, Sinn,
sich etwas tiefer mit der Materie zu beschäftigen, um auch und vielleicht auch den Staatssekretär mal ausreden zu lassen, um auch einfach die verschiedenen Komponenten mal zu sehen. Sie sprachen von Prozessrisiken, die ja auch in einem Gutachten beleuchtet worden sind. Da geht es um das Projekt Eurohawk insgesamt. Die damit zusammenhängenden Probleme sind ja bekannt. Gleichwohl wird auch da vor den Prozessrisiken gewarnt. Und dieser Einschätzung hat sich die Bundesregierung angeschlossen. Aber da geht es um das Trägersystem Eurohawk im Wesentlichen. Ihre Fragen beziehen sich ja auf ISIS. Das ist sozusagen eine ganz andere Komponente. Da haben wir bei der Entwicklung des Prototyps im Wesentlichen Preissteigerungen, wie wir sie in anderen Bereichen auch haben. Inflation ist kein Grund, um ein Unternehmen zu verklagen. Und ich weise nochmal darauf hin, die Entwicklung des Prototyps ist noch nicht abgeschlossen. Wir hatten ursprünglich im Jahr 2010, ich habe die geschätzten Entwicklungskosten erwähnt, das waren circa 330 Millionen Euro zum Teil für die Entwicklung des Prototyps, zum Teil für die Zielbefähigung, die dort vorgesehen waren. Also nicht nur 230. Und bei dem, worüber wir jetzt reden, reden wir eben sozusagen über zwei Systeme, die zu Ende Entwicklung des ersten Prototypen und gleichzeitig über das erste ISIS-Seriensystem. Es ist also nicht zu vergleichen mit den Kalkulationen, die es früher gab und die Sie zitiert haben. Die Kollegin Hasselmann stellt die nächste Nachfrage. Dazu braucht man schon ein bisschen Chuzpe, ne? Hier zu behaupten, wir sollten uns erstmal fachkundig bleiben, machen in der Frage. Nachdem der KPMG-Bericht Ihres Ministeriums zuerst der Presse gegeben wurde und dann dem Parlament, vielen Dank für solche Hinweise, die können wir an der Stelle nicht gebrauchen. Dann sollten Sie mit dem Parlament anders umgehen. Ich würde Sie bitten, dass Sie uns diese Zahlen, die ja jetzt bei Ihnen auch ein bisschen durcheinander gerieten, noch mal genau darzulegen, notfalls auch schriftlich. Denn an der Frage Mehrkosten von 255 Millionen angesichts dieses Rüstungsdesasters, was wir in dieser Auftragsvergabe mit ISIS haben, Viertelmilliarde für das Flugzeug, das nicht fliegt, und Viertelmilliarde für das Aufklärungsgerät. Die müssten Sie uns hier noch mal im Detail darlegen. Frau Kollegin, ich denke, Sie haben, was das Gutachten und die Presse angeht, bewusst die passivische Formulierung gewählt, wurde an die Presse gegeben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Sie dem Bundesministerium der Verteidigung hier ernsthaft einen Vorwurf machen wollen. Von daher unterstreiche ich, das war sicherlich bewusst so gewählt. Jetzt sage ich Ihnen noch mal, für die Entwicklung des Prototypen ISIS sind bis September 2013 insgesamt ca. 270 Millionen Euro ausgegeben worden. Sie wissen, dass dann die Entwicklung gestoppt worden ist. Und Sie wissen, dass es ja das von Ihnen angesprochene Gutachten gibt, aus dem wir ja auch Konsequenzen ziehen wollen. Und da steht eben in Rede, genau das zu tun, was ich hier schon erläutert habe, nämlich für einen Preis von heute, Stand 8. Oktober, geschätzt 255 Millionen Euro, a, diesen Prototypen zu Ende zu entwickeln und b, das erste ISIS-Seriensystem zu beschaffen. Eine solche Kalkulation, die diese Beschaffung mit einschließt, ist in den von Ihnen ansonsten genannten Zahlen nicht enthalten. Von daher kann man hier nicht von Mehrkosten in dem Sinne sprechen, dass hier etwas aus dem Ruder gelaufen wäre, sondern in der Tat für die bereits verausgabten 270 Millionen haben wir eine Gegenleistung bekommen, sehr richtig. Und diese 255 geschätzten Millionen, auch dafür ist ja eine konkrete Gegenleistung im Gespräch, nämlich die zu Ende Entwicklung des Prototypen und das erste Seriensystem. So, das ist jetzt der Vorgang. Zwischenrufe aus der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, die, wenn verständlich, sicherlich im Protokoll auftauchen werden. Gleichwohl hat der Herr Staatssekretär auf die gestellten Fragen geantwortet, wenn auch nicht zur Zufriedenheit offensichtlich aller Fragesteller, aber das wird dann
wurde dann an anderer Stelle weiter ausgetragen. Also herzlichen Dank, wir sind am Ende dieses Geschäftsbereichs und kommen zum Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Verkehr und